Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns Gott in der Stille darum bitten, dass er sein Wort an uns segnet. Herr, mache uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, was ist das für ein fulminanter, für ein grandioser Anfang in der Urgemeinde? 3000 wurden täglich durch Taufe hinzugefügt. Ich muss gestehen, als Pfarrer, ein solches Highlight habe ich noch nicht erlebt. Wenn 8 Taufen im Jahr stattfinden, kann ich den Status quo halten, bin so ganz zufrieden. Vielleicht sollte man das nicht sein, aber das ist Wahnsinn, was hier beschrieben wird. Und dann das Zweite, das ist als Gütergemeinschaft eingegangen in die Geschichte. Man teilt alles, was man hat. So eine Art Urkommunismus. Ja, wenn Sie mal Karl Marx, der kannte sich in der Bibel bestens aus. Er hat im Abituraufsatz aus dem Griechischen den Johannesprolog, Kapitel 1, Johannesevangelium, übersetzt. Er kannte mit Sicherheit auch diese Geschichte und hat hier vielleicht seine Ideen rausgezogen. Manche erinnern sich noch an die Volkseigentumsaufkleber in den Schulen. Meine Eltern haben nach der Wende sich ein kleines Eigenheim gekauft und da hat der Vorbesitzer auch eine schöne Garage angebaut. Und als ich dort mal, ich habe irgendeine Steckdose installiert oder irgendwas, auf jeden Fall habe ich da sofort festgestellt, dort war Kupferkabel verlegt. Und ich habe mir gedacht, wie sind die damals da rangekommen? Es kann ja nur so gewesen sein, dass man den alten Spruch von Walter Ulbricht, aus unseren Betrieben ist noch viel mehr rauszuholen, mal wieder wörtlich genommen hat. Ja, so, das war ja die Realität des Kommunismus. Wer an Dinge herangekommen ist, ist auch nicht davor zurückgeschreckt, diese mitzunehmen. Manche sind eben doch gleicher als gleich. Sie wissen, wir Menschen schaffen das nicht wirklich, Gerechtigkeit unter uns walten zu lassen. Aber schon in der Urgemeinde gab es das anscheinend. Aber auch dort wird sofort berichtet, wenige Seiten später in der Apostelgeschichte, da tritt ein Ehepaar als große Mildtäter, als besonders fromm treten, die aufmachen, von sich reden, Hananias und Sapphira. Und wenn man dann mal genauer hinschaut, dann bereichern sie sich doch, vertuschen ihre wahren Vermögensverhältnisse. Also die Probleme, die Krisen, die gab es schon immer. Auch in der ersten Gemeinde hat es manchmal gewaltig gekracht. Ich denke, hier kommt uns Martin Luther sehr entgegen. Der bezeichnet die Kirche als Corpus per mixtum, als eine Mischung von Gut und Böse. Weil wir Menschen eben auch Sünder sind, schuldig, weil wir gute und böse Eigenschaften in uns tragen. Das ist so ähnlich wie bei dem Gleichnis, wo das Unkraut und der Weizen zugleich aufgehen. Ja, ein Bauer sät aus den Weizen und das Unkraut wächst mit hoch. So ist das bis heute. Auch in der Kirche gab es immer dieses beides, Gutes und Schlechtes, nebeneinander. Wir Menschen sind eben Mischwesen. Aber ich denke, es ist schon frustrierend, wenn wir dieses Bild mit unserer heutigen Kirche vergleichen. Mich erreichen viele Anrufe. Gestern habe ich erst wieder erfahren, dass Menschen austreten wollen. Die Kirche hat ein großes Identitätsproblem. Sie weiß nicht mehr, wofür stehe ich eigentlich? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Ich werde darauf gleich noch zu sprechen kommen. Und dann tun die Medien ihr Übriges, wenn mal über die Kirche berichtet wird, so ist es doch sehr häufig negativ. Inquisition, Hexenverbrennungen, Kirchensteuer, Bereicherung, all das, jetzt noch die Missbrauchsskandale, all das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass das Ansehen, das Image der Kirche steigt. Ich erinnere mich, als ich noch in Leipzig studiert habe, da war ich mal zusammen mit anderen Studenten aus dem Bereich der Medizin, weil mein Bruder hat Medizin studiert. Und da fragte doch wirklich ernsthaft einer von diesen gebildeten Medizinern mich als Theologen, als Theologiestudenten, ja, wie ist denn das heute bei euch in der Universität? Wie werden denn da die Kreuzzüge bewertet? Gut oder schlecht?
Also der hat ernsthaft angenommen, dass wir sagen, ja, das war alles toll. Da kann ich nur sagen, natürlich, das ist doch selbstverständlich, das erschließt sich doch dem gesunden Menschenverstand, dass wir das heute als etwas Schlimmes bewerten. Jesus hat doch niemals Gewalt gepredigt. Jesus hat doch niemals gesagt, das Evangelium, sein Wort, soll gewaltsam durchgesetzt werden mit dem Schwert, sondern er hat das Gegenteil gesagt. Und ich denke, ich fand das erschreckend, wie wenig Bildung doch über die Kirche da ist. Wenn wir uns mal erinnern, was die Kirche auch alles leistet, was sie Gutes tut. Ich bin ja hier im Vorstand der Diakonie Deboldeswalde. Wie vielen Menschen wird geholfen? Auch gerade süchtige Leute, die abhängig sind und die zum Glauben an Jesus kommen. Oder Pflegeeinrichtungen, Behinderten- und Senioren, Altenpflege. All das, viele Aufgaben, Bildung, Schulen, Krankenhäuser, all das sind ja auch Bereiche, wo Kirche stattfindet, wo Kirche, Verkündigung und tätige Nächstenliebe hineinreichen. Ja, in diesem Text geht es ja um die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist Jesus ganz wichtig. Und ich finde das so schön, dass Jesus die Ansprüche weit herunterschraubt. Er sagt nämlich, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Es müssen nicht 3000 sein, es müssen nicht 50, 100 sein, sondern mindestens zwei. Zwei Christen, wenn die zusammen sind, dann steht das unter einer besonderen Verheißung. Dann sagt Jesus, darauf liegt meine besondere Gegenwart. Und ein bisschen hat es doch Sinn, wenn man mal in den griechischen Urtext hineinschaut. Ich habe nämlich diesen Vers mal wieder übersetzt. Und da steht eigentlich kein aktives, sondern ein passives Verb. Das heißt, wir müssen eigentlich korrekt übersetzen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt werden. Das heißt, die versammeln sich nicht aus sich selbst, aus eigener Kraft, sondern die werden versammelt durch den Heiligen Geist. Das ist eine wunderbare, grandiose Sache. Ja, das ist kein Parteitag, keine Konferenz oder irgendeine Arbeitsbesprechung, wo Menschen aus eigenem Antrieb zusammenkommen, sondern Christen werden versammelt durch Gott, durch ihren Herrn, durch den Heiligen Geist. Das ist mir nochmal ganz neu an diesem Text aufgegangen. Also Sie können sicher sein, wenn Sie heute hier sitzen in Oberbernburg, auch das ist ein Stück weit ein Werk des Heiligen Geistes, der uns heute als christliche Gemeinde hier zusammenführt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Da bin ich mitten unter Ihnen. Nun könnten wir fragen, ja, aber warum ist denn diese Gemeinschaft unbedingt notwendig? Jesus ist doch auch bei mir, wenn ich zu Hause im Bett liege und bete und mit ihm rede oder in der Bibel lese. Ja, das stimmt. Jesus ist überall. Er ist allgegenwärtig. Er ist uns nahe, auch wenn wir im Wald spazieren gehen. Aber die Gemeinschaft hat eben doch noch einmal einen ganz besonderen, herausgehobenen Wert. Ich möchte das mal an einer kleinen Geschichte verdeutlichen, die ich kürzlich las. Da kommt ein König, der auf einem Elefanten reitet in ein Dorf, wo alle Menschen blind sind. Und einige der Blinden dürfen nun den Elefanten berühren. Der erste packt den Elefanten am Rüssel. Der zweite berührt den Fuß und tastet den ab. Der dritte berührt das Ohr. Der vierte darf die Seite des Elefanten berühren. Und der fünfte darf sogar auf dem Elefanten reiten. Die Blinden gehen zurück in ihr Dorf und jetzt berichten sie den anderen, was sie erlebt haben. Der erste mit dem Rüssel sagt, es ist ein unglaublich großer Schlauch, dieses Tier, der sich hebt und senkt und schlimm ist es um den, den er zu packen bekommt. Der zweite, der den Fuß abgetastet hat, sagt, es ist eine mit Haut und Haar bekleidete Säule. Der dritte an der Seite sagt, es ist wie eine riesige Festungsmauer und hat auch Haut und Haare. Der dritte, der den Elefanten am Ohr gepackt hat, sagt, es ist doch keine Mauer, so ein Quatsch. Es ist ein dicker, dicker Teppich, der sich bewegt, wenn man ihn anfasst. Und der letzte, der auf dem Elefanten geritten ist, sagt, was redet ihr denn alle für einen Unsinn? Es ist ein gewaltiger Berg, der sich bewegt. Ich saß doch selbst darauf.
Liebe Gemeinde, was illustriert die Geschichte? Ich finde das immer ganz toll, wenn wir im Hauskreis Bibel lesen. Und dann sagt jeder, was ihn an diesem Vers besonders oder an diesem Text besonders angesprochen hat. Und da können Sie sicher sein, es sind ganz verschiedene, unterschiedlichste Dinge. Ja, es gibt sogar da eine schöne Methode, die heißt Mein Vers. Da wird der Bibeltext nochmal ganz langsam gelesen, nachdem alle 10 Minuten sich damit beschäftigt haben. Und jeder dann sagt, wenn jetzt der Vers kommt, den ich mir ausgesucht habe, dann sage ich Stopp und erkläre, warum ich diesen Vers, warum der mich besonders angesprochen hat. Ich erlebe das immer mit meiner Frau jetzt gerade, wenn wir uns manchmal über Bibeltexte unterhalten, dass uns auch völlig verschiedene Dinge an einem Text bewegen oder der eine sieht das, der andere das. Und deswegen ist die Gemeinschaft so wichtig. Auch, dass wir uns treffen, um miteinander über die Bibel zu sprechen, um miteinander über unsere Erfahrungen im Glauben zu sprechen, um uns gegenseitig zu stärken, zu trösten, füreinander und miteinander zu beten. Das können wir allein nicht tun. Und das sage ich auch immer den Menschen, die vielleicht die Kirche verlassen wollen. Diese Gemeinschaft braucht jeder. Such dir diese Gemeinschaft, bleibe in dieser Gemeinschaft. Unser Glaube verkümmert, wenn wir nur noch ganz allein meinen, diesen Weg des Glaubens gehen zu können. Es ist wichtig, wir brauchen den geschwisterlichen Rat des anderen. Und wer hält diese Gemeinschaft zusammen? Es ist nicht nur, weil wir uns alle so sympathisch finden. Schön ist es, wenn es so ist. Es ist auch meistens, ist es auch so, muss ich sagen. Aber die Gemeinschaft stiftet Jesus Christus, unser Herr selbst. Dietrich Bonhoeffer schreibt einmal dazu, die christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Unsere Gemeinschaft besteht allein in dem, was Christus an uns beiden, nämlich meinem Bruder und mir, getan hat. Ganz einfach, finde ich eine sehr schöne Zusammenfassung. Und dann wird in diesem Text ein Vierfaches genannt, was die Christen, die erste Gemeinde, tun sollen, nämlich Beständigkeit in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das erste ist die Lehre. Hier die Lehre der Apostel ist die Grundlage und das Fundament des Glaubens. Und sie soll nicht an die wechselnden Bedürfnisse der Menschen angepasst werden, wie das ja heute immer wieder in unserer Zeit geschieht. Wo finden wir die Lehre? Das ist das Wort Gottes, die Heilige Schrift, die Bibel. Die Bibel ist unerschöpflich mit ihren Geschichten, Symbolen und Bildern. Noch vor 200 Jahren war die Bibel quasi das Lehrbuch, womit Kinder lesen gelernt haben. Ja, die kannten alle Geschichten, es gab gar nicht so viel Literatur. Zu Luthers Zeiten war es ohnehin so. Da kannte jeder Bürger, jeder Mensch die Bibel quasi fast auswendig. Wie viele Menschen kennen sich heute noch in der Bibel aus? Selbst die grundlegendsten Geschichten gehen mehr und mehr verloren. Der Philosoph Immanuel Kant, der ja auch dem Glauben eher skeptisch gegenüberstand, sagt: Die Bibel ist das Buch, dessen Inhalt selbst von seinem göttlichen Ursprung zeugt. Die Bibel ist mein edelster Schatz, ohne welchen ich elend wäre. Ich denke, die Bibel ist bis heute das aktuellste, brisanteste und lebensnaheste Buch. Es ist aktueller als jede Tageszeitung. Und ich unterstütze ja die Gideons, die sich das Ziel gesetzt haben, die Bibel unter die Leute zu bringen. Ja, die verteilen Bibeln in Hotels, Schulen, Krankenhäusern. Und als ich jetzt mal wieder auf einer Gideon-Konferenz in Dresden war, da haben sie mir gesagt, aber das wird zunehmend schwieriger. Viele Hotels, wenn man dort anfragt, brauchen sie Bibeln, dann hört man, lieber nicht, lieber gar keine Bibeln auslegen, dann muss ja auch der Koran und vieles andere. Entweder wir müssen für alle Religionen irgendwas bereithalten oder gar nichts. Und es würde also heute schon oft dazu kommen, dass selbst die Gideons keine Bibeln mehr auslegen dürfen. Das fand ich grausam. Ja? Das war selbstverständlich und ich habe mich immer gefreut, wenn ich mal in einem Hotel war und konnte die Bibel dort auf meinem Nachttisch vorfinden. Ja, also wir leben in Zeiten, wo auch das schwieriger wird. Die Bibel ist nicht antik. Sie ist auch nicht modern. Ja, also es wird ja immer gesagt, entweder die Bibel ist veraltet, verstaubt.
aber sie ist weder noch, sondern die Bibel ist ewig. Die Bibel ist das ewige Wort Gottes. Die muss nicht modernisiert werden, sie muss nicht angepasst werden an den Zeitgeist. Sie ist auch nicht aus irgendeiner alten, natürlich ist sie viele hunderte oder tausende Jahre alt, aber das macht nichts. Worauf es ankommt, ist, die Bibel ist ewig. Das sagt Jesus Christus selber. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und jeder Mensch kann die Bibel verstehen. Ich denke da immer an dieses schöne Wort, was auch in der Heiligen Schrift steht. Aus dem Munde der Unmündigen hast du dir Weisheit bereitet. Und ich erinnere mich an Christenlehre-Rüstzeiten, wo wir früh mit den Kindern, wirklich kleine Kinder, 1. bis 4. Klasse, eine Andacht gefeiert haben in der Kirche. Und dann haben diese Kinder gebetet, das konnte man nicht fassen, zu welchen Gebeten diese Kinder fähig waren. Ja, das kann ich mir nur so erklären, dass der Heilige Geist durch sie wirklich gesprochen hat. Umso mehr hat mich das verärgert, als ich neulich einer Pfarrerin zugehört habe, die ich auch noch kenne. Da wäre ich fast aus dem Korsett gesprungen. Die hat dort ziemlich ein bisschen arrogant Leute abgekanzelt und gesagt, na, die Deutungshoheit über die Bibel, über die Heilige Schrift, die hat natürlich nicht jeder, sondern ein Theologe, der 6, 7 Jahre studiert hat, die Altsprachen gelernt hat. Also es bedarf eines riesigen Vorlaufes, um die Bibel richtig verstehen zu können. Da kann ich nur sagen, gute Nacht. Ich denke, das stimmt nicht und das erinnert mich an Grelingen, wo ich mein Studium begonnen habe. Dort war eine Morgenandacht jeden Tag angesetzt und alle Werksmitarbeiter mussten einmal die Andacht halten. Und da erinnere ich mich an einen Mitarbeiter vom Bauhof, also einen Handwerker, der hat nicht studiert, der hat eine ganz normale handwerkliche Lehre absolviert. Und dieser Mann hat mit die brillantesten Andachten gehalten, erfrischend, lebensnah, man konnte gut zuhören, witzig. Ja, also es bedarf, man muss nicht Theologie studiert haben. Natürlich ist es gut, die Bibel gründlich zu verstehen und der Theologe, der Pfarrer, dass der da noch ein bisschen mehr auch gemacht hat, ist schon wichtig. Aber um die Bibel zu verstehen, um sie zu mir sprechen zu lassen, da bedarf es nur eines, nämlich des Heiligen Geistes. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt werden, die von Gott erleuchtet sind, die verstehen sein Wort auch. Der Heilige Geist schließt uns die Bibel auf. Ich hatte ja neulich eine Taufe eines Erwachsenen in Zinnwald und der ist auch durch ein einziges Wort, was er in einem Schaukasten gelesen hat, hat der Heilige Geist ihn erleuchtet und er hatte dann den dringenden Wunsch, sich taufen zu lassen. Und dieses Wort war aus dem kleinen Propheten, wo es heißt, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und eure Kleidung hat doch Löcher. Also dieser Satz, der darauf hinweist, der uns hinterfragt, ja, was hat denn dieses irdische Leben alles für einen Sinn? Geht das denn nicht alles vorbei, irgendwann den Bach runter? Du kannst doch nichts festhalten. Und da wurde diesem Mann klar, mir fehlt noch das Entscheidende und er hat sich taufen lassen. Die Bibel spricht ganz unmittelbar, wenn sie will, wenn Gott will, kann er jeden Menschen erreichen, ganz gleich, wie alt, wie gebildet dieser Mensch auch ist. Das zweite ist die Gemeinschaft. Da hatte ich vorhin schon einiges dazu gesagt, warum die wichtig ist, hatte Ihnen diese kleine Geschichte erzählt. Das dritte ist das Brotbrechen. Mit dem Brotbrechen ist das Abendmahl gemeint, das Jesus mit seinen Jüngern feiert, das letzte Mal, das an die Stelle des jüdischen Passamahls tritt. Als die Juden aus Ägypten ausziehen, die Israeliten, da ist die letzte Plage, die über die Ägypter, den Pharao, kommt, dass die Erstgeburt stirbt. Und alle Mitglieder von Israel, die an ihre Häuser das Blut des Passahlamms streichen, die werden von dieser Plage, von der Tötung der Erstgeburt verschont. Und das bezieht Jesus nun auf sich selber. Und er sagt, ich bin das Passahlamm. Ich bin der, der Leib und Blut für euch gibt, damit ihr verschont bleibt vor Sünde, Teufel und Tod. Das ist das, was im Abendmahl passiert. Wir haben unmittelbare Gemeinschaft mit Jesus Christus, mit seinem Blut und seinem Leib. Martin Luther fasst das wieder mal so wunderschön zusammen. Er sagt, die Abendmahlsfeier
ist die Pforte des Himmels auf Erden. Die Abendmahlsfeier ist die Pforte des Himmels auf Erden. Was ist das für ein wirklich genialer Satz? Wie so ein kleiner Spalt, der sich öffnet und wir spüren etwas von der Ewigkeit. Das Abendmahl als Vorgeschmack auf den Himmel. So habe ich das noch gar nicht selbst so oft gesehen, aber ich finde, es ist eine wunderschöne Definition. Und dann, was mir am Abendmahl immer noch besonders wichtig geworden ist, dass keiner aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen und ausgegrenzt wird. Ich habe das erlebt im Universitätsgottesdienst in Leipzig, in der Nikolaikirche. Das hat mich immer innerlich wirklich bewegt, wenn dort der Obdachlose, der gerade noch vor der Kirche saß, neben dem Dekan oder dem großen Universitätsprofessor stand und beide haben dasselbe empfangen. Das ist wahre Gemeinschaft, da brauche ich keinen Kommunismus, sondern diese Gemeinschaft, die schenkt Gott, alle sind gleich, alle sind Glieder an Jesus Christus. Gott möchte niemanden ausgrenzen. Am Abendmahl wird das deutlich. Jeder, der mit ehrlichem Herzen kommt, ist eingeladen, Anteil zu haben an Leib und Blut, an Brot und Wein. Das ist das vierte und schließlich das dritte und schließlich komme ich noch zum vierten: Beständigkeit im Gebet. Schon die ersten Christen haben im Tempel gebetet und auch in den Hauskreisen. Wir haben das hier gehört, es entstehen viele kleine Hausgemeinden, die auch Gottesdienst feiern. Was ist das Wichtige am Gebet? Ich denke, das Gebet führt uns immer wieder aus der Enge unseres Daseins, unseres Alltags in die Weite der Ewigkeit Gottes. Das habe ich selber oft erlebt bei schweren Entscheidungen, Prüfungen, wenn man nicht weiß, wie ich mit anderen reden, wie ich denen begegnen soll. Welchen Frieden kann das Gebet in unser Herz legen? Wir können Belastendes bei Gott abgeben. Ja, Theo Lehmann hat dieses schöne Lied gedichtet zusammen mit seinen Liedermachern. Mach aus Sorgen ein Gebet, wenn du Hilfe brauchst. Und Paul Gerhardt, der große Liederdichter, der dichtet in einem bekannten Lied: Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Ja, ich bin ja jetzt seit einigen Wochen jung verheiratet, wie viele wissen, und da spielt ja die Kommunikation eine sehr große Rolle in der Ehe, eigentlich in jeder Beziehung. Und für uns ist das wichtig, dass wir täglich einmal wirklich länger miteinander reden. Das gehört einfach dazu, dass man sich austauscht, wie war dein Tag, wie war mein Tag, ist alles gut gelaufen, gibt es Probleme. Und das Gebet ist Kommunikation mit Gott, ist Gespräch mit Gott. Ja, wir hören das ja oft, wenn sich Menschen auseinanderleben, dass die dann sagen, wir haben uns einfach nichts mehr zu sagen. Uns verbindet nichts mehr. Warum sollte das bei Gott anders sein, wenn Menschen nie mit ihm reden, nie mit ihm kommunizieren? Dann kann in dieser Beziehung irgendetwas nicht stimmen. Zu jeder Beziehung gehört Kommunikation. So ist das auch bei der Beziehung mit Gott, in der wir mit Gott reden, etwas ihm sagen, ihm bitten, ihn danken, ihn um Vergebung unserer Schuld bitten. Und auch auf ihn hören. Gebet ist zugleich natürlich auch immer auf Gottes Wort, auf ihn hören. Ihn zu uns sprechen lassen und in die Stille gehen. Ich habe einen berühmten Mann gelesen, das war der Bischof Hans von Kehler, ich glaube von Baden-Württemberg war das mal, der Landesbischof, und der hat gesagt, das Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Das fand ich sehr schön. Das Gebet ist eine Tat, es ist Arbeit. Es macht Arbeit, sich hinzusetzen und zu überlegen, für wen kann ich heute Fürbitte halten. Es ist eine Tat, die kann niemand anderes, kann keine Handlung auf dieser Welt ersetzen. Martin Luther drückt es natürlich wieder sehr schön deftig aus. Eines Christen Handwerk ist Beten, wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock. Also soll und muss ein Christ beten. Und dann habe ich hier noch von Hans Asmussen ein schönes Zitat. Das Reden mit Gott ist unvergleichlich wichtiger als das Reden über Gott. Ja, wie oft reden wir über Gott?
wie Gott ist, was er macht, wie man ihn sich vorstellen kann. Ja, auch gerade Kinder, Jugendliche sind da natürlich sehr dran interessiert. Aber wichtiger, um Gott kennenzulernen, ist mit Gott, mit ihm persönlich zu reden, zu ihm zu beten. Ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges. Die Wendezeit hat das ja gezeigt, wie viele Menschen, auch außerhalb der Kirche, auch wahrscheinlich atheistisch und kommunistisch geprägte Menschen, wie viele haben sich zusammengefunden, um zu beten für eine friedliche Wende. Und das war ja ein riesiges Wunder, dass damals keine Gewalt, kein Blut vergossen wurde, dass alles friedlich geblieben ist, auch wenn es manche Kritik sicherlich an der Wende gibt und wenn wir heute mit manchen, wie es gelaufen ist, nicht zufrieden sind. Aber es ist niemand gestorben. Das Blutvergießen wurde verhindert. Ein Seelsorger, ein Alter, bei dem ich mal gewesen bin, der hat zu mir gesagt, das Gebet in der Frühe entscheidet über den gesamten Tag. Das fand ich auch, ist ein wunderschönes Wort. Früh als erstes sollen wir mit dem Gebet beginnen. Und der ganze Tag, der kriegt dann wie so einen Drive. Das ist mir auch schon manchmal wirklich so gegangen, dass irgendwie dort schon vieles festgelegt wird, wie der Tag läuft. Die Kraftquellen der Kirche und des Glaubens sind die Lehre der Apostel, die Heilige Schrift, die Gemeinschaft der Christen, das Brotbrechen und das Gebet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.